Sagt Ihnen der Name Friedrich Wilhelm Plumpe etwas? Und ahnen Sie, warum die weltweite Popcorn-Industrie ihm und seinen Berufsgenossen zu ewigem Dank verpflichtet sein müsste? Nein? Dann folgen Sie uns doch mal zu dem Ort, an dem er sich ganz dem Erbe des besagten Herrn und seiner Kollegen verschrieben hat. Kein anderes Medium hat das 20. Jahrhundert so geprägt, es so umfassend und authentisch festgehalten wie der Film. Sagt die Stiftung, die hier im Deutschen Filmhaus am Wiesbadener Kulturpark ihren Sitz hat und den Künstlernamen führt, unter dem Herr Plumpe einst zu einem der bedeutendsten Regisseure der Stummfilmära wurde. Friedrich Wilhelm Murnau. Hallo, Herr Sebenitz. Hallo. Sie sind der Vorstand der Murnau Stiftung. Ja. Ich habe Ihnen was mitgebracht, was heutzutage jeder mit Kino assoziiert, was es bei Ihnen aber so gar nicht gibt. Ja, sehe ich wohl. Ganz herzlichen Dank, aber es ist in der Tat, es passt so gar nicht zu unserem Haus. Ja, seit 1966 verwahrt die Murnau Stiftung den Nachlass der UFA, ja, und anderer deutscher Filmproduktionsfirmen. Das müssen ganze LKW-Ladungen voll von Zolloleutrollen sein. Stimmt. Wo verwahren Sie die? Das sind wirklich, das sind viele tausend Filmdosen sozusagen, und die verwahren wir hier in Wiesbaden in zwei ehemaligen Weltkriegsbunkern, die umgebaut wurden, technisch, was die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur betrifft, zur Aufbewahrung der Filme. Und die Orte sind sozusagen auch nicht öffentlich zugänglich in Wiesbaden, weil es natürlich unser Schatz ist und wir nicht wollen, dass da jeder weiß, wo der liegt. Sie selbst sind seit 2011 bei der Murnau Stiftung, waren früher auch mal Filmproduzent. Was ist denn heutzutage einfacher? Neue Filme produzieren oder alte bewahren? Ich glaube, heute ist es fast einfacher, neue Filme zu produzieren, als die alten zu bewahren. Denn es ist sehr schwierig, das ganze Material, was weltweit teilweise zerstreut ist, wieder zusammenzubringen hier in Wiesbaden. Denn wir haben nicht alle Filmmaterialien, die uns gehören, hier. Und dieses Material zu bearbeiten und dafür die finanziellen Mittel aufzutreiben, das ist extrem schwierig, sehr viel schwieriger als beim Film produzieren. Hallo, Frau Siegmeier. Hallo. Zu Ihren Aufgaben hier gehört das, Filme zu sichten. Womit haben Sie es denn gerade zu tun? Hier wird gerade eine Vorauswahl für ein Filmprogramm getroffen, für ein Programm zu frühen Dokumentarfilmen. Das jetzt gerade im Moment ist ein Film über Tricktechnikarbeiten in den Tobis-Spielfilmateliers in den 30ern und 40ern. Zu den Aufgaben der Murnau Stiftung gehört es, das deutsche Filmerbe zu bewahren, zu restaurieren, zu digitalisieren. Unter anderem haben Sie Metropolis von Fritz Lang wieder auf die Kinoleinwände und auf DVD und Blu-ray gebracht. Warum ist das wichtig, dass auch unsere Kinder und Enkel noch solche Filme zu sehen bekommen? Weil in erster Linie Film eben auch ein historisches Zeitdokument ist. Metropolis ist so ein bisschen, ja, so ein Prototyp des Science-Fiction-Films, eigentlich viele Motive, Themen, Standardsituationen, das findet man heute noch in Science-Fiction-Filmen. Sie agieren aber auch als Filmverleih, das heißt Kinos und Filmfestivals aus aller Welt können Filme bei Ihnen leihen aus Ihrem Bestand. Wir verleihen weltweit und auch in den verschiedensten Größenkategorien an Kinos. Wir beliefern kleine kommunale Kinos bis hin zu großen Festivals wie der Berlinale. Und meistens kommen die Filme auch wieder in gutem Zustand zurück. Bei digitalen Kopien ist das selten ein Problem. Bei analogen Kopien kommt es schon mal vor, dass eine Filmrolle auch mal beschädigt wird bei der Vorführung. Sowas muss man dann natürlich reparieren, austauschen, rausschneiden, weil ein Film dann so einfach nicht mehr spielbar ist. Tagsüber führt hier im Murnau Filmtheater die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, ja, ihre Prüfungen zur Bestimmung der Altersfreigabe für aktuelle Produktionen durch. Abends zeigen Sie Schätze aus Ihrem Bestand, aber auch, ja, durchaus neue Filme. Und das alles prinzipiell popcornfrei. Definitiv popcornfrei. Stört Sie das, wenn im Kino gekruschelt und gekaut wird? Ganz extrem. Kino hat ja auch, es wird ein dunkler Raum, es wird dunkel, der Film leuchtet auch, man geht in eine andere Welt und dann fängt das Rascheln an. Das holt einen einfach wieder zurück in die Wirklichkeit. Wann waren Sie denn zuletzt ganz privat im Kino?
Ich gehe jede Woche ins Kino. Ich bin mit einer kleinen Filmgruppe, mit Freunden und meiner Frau, jede Woche in Frankfurt im Kino an einem festen Tag. Wir suchen gemeinsam einen Film aus und diskutieren den hinterher auch. Ja. Wenn Sie heute noch Produzent wären, was würden Sie dann gerne ins Kino bringen? Also mich würde im Moment die aktuelle politische Situation am stärksten interessieren, die Migrationsthematik. Das wäre mein Thema im Moment. Wir wünschen Ihnen und uns allen, dass auch im 21. Jahrhundert noch Filme produziert werden, die sich zu bewahren lohnt. Und Sie, kommen Sie ins Murnau Filmtheater und klicken Sie sich wieder rein nächsten Monat in Pfeifers Kulturkiosk.